Ihr wollt wissen, was die relevantesten und manchmal auch gleichzeitig teuersten Karten im Yu-Gi-Oh! TCG aktuell sind? Dann seid ihr hier aktuell richtig, denn wir machen den XXL Meta Market Watch. Wir schauen uns die relevantesten und wichtigsten Deckthemen an für das kommende Format nach Phantom Nightmare. Wir schauen uns auch die ein oder andere sehr, sehr wichtige Engine an, die gespielt wird, und natürlich die generischen Staples, die jeder von euch zu Hause haben sollte. Und damit auch genug von mir, lasst uns direkt in diesen XXL Meta Market Watch reinspringen. Los geht's! Und die erste Karte, die wir uns natürlich gemeinsam anschauen, ist Diabelsta, die schwarze Hexe. Klar, das Snake-Eye-Deck-Thema mit dem neuen Support von Snake-Eye-Poplar, die in Phantom Nightmare erscheint, wird mit Abstand das beste Deck des Formats werden. Und genau aus dem Grund schauen wir uns jetzt auch einige Karten hier gemeinsam an. Diabelsta, die schwarze Hexe, hatte viele Ups und Downs in den vergangenen Wochen. Und aktuell geht's hier schnurstracks bergauf. So sieht's nämlich aus. Denn alle wollen sich mit den wichtigen Karten eindecken, alle wollen auf ihren Locals oder größeren Events rasieren und performen, und das könnt ihr natürlich sehr gut mit dem neuen Diabelsta-Deckthema, welches in Age of Overlord erschienen ist. Wir sind hier aktuell bei einem Playset von 26,94 € das Stück. Falls ihr weniger Kopien spielen wollt, könnt ihr das Ganze auch einen Hauch günstiger haben, aber um die 25 bis 27 € pro Kopie für die Diabelsta, die schwarze Hexe, müsst ihr auf jeden Fall hinlegen. Diabelsta, die schwarze Hexe, hat auf jeden Fall einen neuen Lore, eine neue Geschichte eingeläutet, zu der auch das Snake Eye, also Schlangenauge-Deckthema, gehören, und vor allen Dingen das neue Deckthema, die Goblin Biker, die erscheinen ebenfalls in Phantom Nightmare. So, wir schauen uns mal die nächste Karte an, die ihr definitiv auch spielen müsst, wenn ihr die Engine und vor allen Dingen auch das Deckthema spielen wollt. Und zwar gesucht, sündhafte Beutesucherin, die Secret Rare aus Age of Overlord, ist zwar in den vergangenen Tagen und Wochen im Preis extremst gefallen. Ich erkläre es mir vor allen Dingen durch, wie heißt die? Bonfire. Genau, Leuchtfeuer. Denn diese Karte erschien in Maze of Millennia, ist bei einem Preis, den wir uns auch gleich gemeinsam anschauen, der ist jenseits von Gut und Böse. Und da haben wahrscheinlich viele Yu-Gi-Oh! Spieler, die schon die Snake Eye Diabelsta Engine zu Hause hatten, wahrscheinlich gedacht, nee, Alter, ich habe schon so viel Geld rein investiert, ich baller jetzt nicht nochmal 70 € pro Kopie Bonfire rein. Und so erkläre ich mir tatsächlich den Verkauf der Karte, beziehungsweise den Preisverfall der Karte. Und vor allen Dingen haben auch viele gesehen, wow, für so viel Geld kriege ich jetzt für ein bisschen bedruckte Glitzerpappe. Klar, stelle ich auf Card Market. Habe ich genauso gemacht. Ich habe noch tatsächlich 100 € pro Kopie bekommen. Mittlerweile gibt es die Karte für 67 € die Kopie. 67 €. Ja, hier tatsächlich das erste Playset bei 67 €. Und dann müssen wir schon ein bisschen weiter runter scrollen und sind bei knapp 70 € die Kopie, falls ihr ein Playset von gesucht sündhafte Beutesucherin haben wollt. Schlangenauge Flammenbergendrache. Ja, eine Karte, die man so auf 1, maximal auf 2 spielt. Waren eine Zeit lang bei knapp 18, 19 €. Das sehen wir auch hier sehr gut am Preisgrafen. Ist dann enorm gefallen und steigt jetzt wieder so allmählich und stabilisiert sich im Preis. Wir sind hier bei 12,09 €, 12,99 €, 13 €. Wer mehrere Kopien haben möchte, muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 14 € die Kopie gebt ihr auf jeden Fall aus für Schlangenauge, den Flammenbergendrache. Klar, Reprints wird es nicht, ich sage es nochmal, nicht vor der TIN 2024 geben, sprich im September nach dem Sommer. Was bis dahin mit der Engine und dem Deckthema passiert ist, das steht in den Sternen. Banlist kann passieren. Konami dreht komplett durch und bringt irgendein random Reprint-Set raus, von dem wir jetzt aktuell erstmal nicht ausgehen. Ja, ist auf jeden Fall mega, mega wild. Wer das Deckthema spielen möchte, muss sich bis September gedulden. Falls Konami das Ganze reprintet in der TIN. Falls nicht, so wie sie es jetzt zum Beispiel auch mit dem Sprite-Deckthema gemacht haben, müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen länger gedulden. Bleibt auf jeden Fall interessant und vor allen Dingen abzuwarten. Die Super Rare vom Schlangenauge Asche war eine Zeit lang bei um die 2 € die Kopie. Ist dann wieder gefallen, kurz mal wieder gestiegen, jetzt wieder gefallen und hält sich jetzt relativ stabil. Ich meine, bei über 3000 verfügbaren Artikeln auf Card Market kann diese Karte gar nicht großartig teuer werden. Aber wir sind hier bei einem Playset 1,29 € die Kopie, 1,30 € die Kopie, 1,30 € die Kopie. Was ein fairer und stabiler Preis ist für eine Super Rare. Die Ultra Rare von erbsündhafte Beute Schlangenauge steigt allerdings aktuell wieder so ein bisschen. Wir sind hier bei 4,70 €, 5 €, 5 €, 5 €. Auf jeden Fall ein Deckthema, mit dem ihr aktuell noch sehr gut Geld machen könnt. Und die Fieldspell, göttlicher Tempel des Schlangenauges,
hält sich sehr stabil bei um die 50 Cent die Kopie. Wir machen weiter mit Snake Eyes Poplar. Aktuell gibt es hier noch kein Bild auf Guard Market zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist allerdings egal. Das ist diese komische rosa Vieh, was so komisch, ja, was wie ein Spermium aussieht. Muss man halt einfach mal sagen, ist halt wie das. So, Poplar. Beziehungsweise auf Deutsch Pappel. Warum? Weil die ganzen kleinen Snake-Eye-Monster Bäumen nachempfunden sind oder die Namen von Bäumen haben. Esche und so, Poplar und so weiter, Birke, ne? Playset. 43,90 € für eine Ultra-Rare. Mhm, genau so habe ich auch hier geguckt. Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Preis. Klar, eine Karte, die man spielen muss, wenn man das Snake Eye Diabelster-Thema spielen möchte oder auch wenn man es nur als Engine spielen möchte, ist eine unfassbar gute Karte. Die Karte macht so viel für dieses Deck-Thema und für die Engine. Das ist einfach der Wahnsinn. Jetzt natürlich die Frage an dieser Stelle, was passiert mit der Karte nach dem Release? Dadurch, dass wir dann kurz danach schon wieder einige Events haben, größere Regios, German Opens und so weiter und so fort, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Karte großartig fällt. Vielleicht auf 35 € die Kopie, so das kann ich mir noch vorstellen. Vielleicht kratzt diese Karte noch an die 30-Euro-Marke, aber das wird richtig schwierig. Das wird tatsächlich richtig schwierig, zumindest ist es eine Karte. Und das muss man sagen, jeder, der ein Display öffnen wird, wird und das Deckthema nicht spielt, wird diese Karte verkaufen wollen. Und das stimmt mich positiv dahingehend, dass diese Karte im Preis noch einen Hauch fallen könnte. Denn das ist eine Karte, die quasi den Display, also den Invest ins Display wieder zurückholen könnte. Und genau aus dem Grund glaube ich, dass es viele Kopien von Snake Eyes Poplar auf den Markt geben wird. Ist eine Mutmaßung, ey, nagelt mich nicht drauf fest, kann passieren. Das ist meine Prophezeiung, wenn das wirklich so kommt, dann kommt ihr wieder hierher zurück, schreibt einen Kommentar. Dennis, das ist so passiert, wie du dir gesagt hast. 35 € fühle ich. 30 € ist schon schwer. Also ich ich wollte sie gerade mit Fenrir vergleichen, das ist nicht ganz richtig, weil Fenrir war generisch spielbar. Poplar ist es nicht. Vielleicht doch 25 € die Kopie? Mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Eine Karte, die ihr definitiv spielen müsst, ist Leuchtfeuer. Ich habe, glaube ich, schon in mehreren Videos genug zu Leuchtfeuer gesprochen. Meine Meinung kennt ihr dazu. Ich würde das nicht kaufen. Allerdings, falls ihr ganz oben mitspielen wollt und auf den Locals die ganzen kleinen Kinder abziehen möchtet, dann solltet ihr euch Leuchtfeuer auf jeden Fall zulegen. Wobei, mittlerweile muss man natürlich sagen, dass, also ich habe jetzt kleine Kinder abziehen gesagt. Man muss sagen, dass natürlich auch auf den Locals, egal wo ihr hingeht, die besten und relevantesten Decks zum Teil gespielt werden. Allerdings, also wie sage ich es, geht ja auf Locals. Das heißt, dass nicht immer, aber größtenteils das Level der Spieler nicht so hoch wie, ich sage jetzt mal, bei einer Regio, wenn ihr euch auf den besseren oder höheren oder, ja genau, Tischen befindet. Also wenn ihr auf Top 64, Top 100, Top 32 oder so, ne? Also quasi die Qualität der Spieler ist eine ganz andere, wenn ihr auf einem größeren Event seid. Nur weil jemand ein extrem gutes und teures Deck hat, heißt es nicht, dass er ein guter Spieler ist. Dementsprechend könnt ihr auch mit Trap Tricks Snake Eyes besiegen, wenn der Spieler absolute Grütze ist. Und das ist quasi das, was ich meine und sage auf Locals, weil das Level an Spieler einfach nicht so hoch ist wie auf größeren Top-Events. Außer ihr geht in irgendeinen Laden wie, keine Ahnung, BB-Land, Olibaba oder sonst wo, wo quasi auch sehr, sehr gute Spieler sich tümmeln und ihr immer wieder auf diese trifft. Aber ansonsten, ja, das nur kurz so dazu, kurz mal abgeschwiffen an der Stelle. Leuchtfeuer aus einem Sideset. Wann Reprint kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß kein Mensch auf der Welt. Das ist random. Das obliegt Konami. Es gibt kein Reprint-Muster bei Sidesets. Manchmal ja, manchmal nein in der TIN und so weiter und so fort. Das heißt, diese Karte, also vor allen Dingen auch nicht dieses Jahr in der TIN. Die Karte ist erst dieses Jahr erschienen. Was glaubt ihr? Wenn, dann kommt sie in einem Reprint-Set Anfang des darauffolgenden Jahres, sprich 2025. Bis dahin ist die Karte absolut irrelevant, weil welches Pyromonster wollt ihr euch denn mit dieser Karte noch suchen, wenn Snake Eye irgendwann nicht mehr ist? Also, wir sind hier bei 70 €, leck mich am Arsch, ey. 72,50 tatsächlich an dieser Stelle. Pff, Alter, keine Ahnung, ob die Karte noch teurer oder günstiger wird. Ich weiß es nicht, Alter. Verkauf die Karte zu dem Preis, ich würde sie verkaufen. Ich habe sie gezogen, habe sie für 62 € verkauft und ich traue dieser Karte keine Träne nach. Einfach krass. Wirklich, wirklich krass, wenn man überlegt, dass man die Karte auf 3 spielen muss. Das sind insgesamt, was, 210 €, die ihr einfach in diese Karte investieren müsst. Keine Ahnung,
spätestens nach dem Sommer ist die Karte passé. Meine Prophezeiung. Wir machen weiter mit der nächsten Karte. Sprich, dem nächsten Deckthema auch. Feuerkönig. Denn Fire Kings kann man auch natürlich mit der Snake Eye, muss man mit der Snake Eye Engine spielen, wenn man das hier auf einem ganz anderen Level spielen möchte. Aber man kann es natürlich auch in der Budget-Variante spielen. Mit einer kleinen Engine, 300 Dear Servant und Maximus. Oder zum Beispiel mit Tri-Brigade. Tri-Brigade funktioniert wohl aktuell sehr, sehr gut. Shoutouts gehen raus an dieser Stelle an Team Millennium, der das Ganze mit Tri-Brigade spielt. Dort findet ihr auch ein Deck-Profile. Checkt den Kollegen mal aus. Einfach um Team Millennium eingeben und dann findet ihr das schon. Ich würde es mit Tri-Brigade spielen. Sieht sehr, sehr gut aus. Sieht sehr spaßig aus. Und ich glaube, wenn ihr das Deckthema gut beherrscht, könnt ihr auch sehr gut performen. Egal, ob auf einem kleineren oder größeren Event. Aber dafür braucht ihr natürlich ein paar Karten. Der Ponyx, sehr geiler Name. Die Super Rare aus dem Structure Deck, Fire Kings. Ja, ist ein Schnapper. 45 Centi Kopie. Klar, die Karten sind im Structure Deck erschienen. Was erwartet ihr? Die Ultra Rare von Kirin ist bei 65 Cent. Hier haben wir 89 Cent. Falls ihr ein Playset haben wollt, knapp einen Euro. Und der Garunix ist bei 35 Cent. Also wirklich alles nicht der Rede wert. Ihr könnt euch natürlich auch dreimal das Structure Deck kaufen. Würde ich an dieser Stelle nicht machen. Vor allen Dingen, wenn ihr auch schon die ganzen generischen Staples habt, die in diesem Deck-Thema enthalten sind. Oder in diesem Structure Deck enthalten sind. Falls ihr die Staples nicht habt, kauft euch dreimal das Structure Deck. Falls ihr die Staples habt, kauft euch einfach die Einzelkarten, das kostet euch am Ende 5, 6 Euro und damit seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs, plus den ganzen Tri-Brigade-Core. Keine Ahnung, ihr könnt mega günstig tatsächlich an dieser Stelle ein Deck zusammenbauen. Die Tri-Brigade-Karten sind zwar aktuell so ein bisschen gestiegen, trotzdem, ich würde mir das definitiv mal anschauen, falls ihr ein gutes Deck spielen wollt und falls ihr Einsteiger seid. Heiligtum des Feuers war eine Ultra-Rare, die dort ebenfalls drin enthalten ist. Wir sind hier aktuell bei, oh, das ist ein überraschender Schnapper hier für 20 Cent, aber ansonsten sind wir hier schon bei 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent. Wird nicht großartig steigen, ich meine, die Karten waren alle in einem Structure-Deck drin, was erwartet ihr? Wir machen weiter mit Rettungsass Hydrant. Ja, diese Karte hat einen Reprint erhalten in Maze of Millennia, war unfassbar shortprinted. Zu Maze of Millennia muss man auch noch sagen, dass dieses Set out of print ist. Das heißt, das, was jetzt noch in den Lagern ist, wird verkauft und das war's. Mehr wird es davon nicht geben. Offizielle Informationen hat mir Mr. Konami ins Ohr geflüstert. Jippe, das war's. Das durch die Nummer. Genau aus dem Grund wird auch Bonfire da bleiben, wo es ist. Teuer. Rettungsass Hydrant. 4 Euro, 4,70, 4,79, 4,79, wenn wir ein Playset haben wollen, 5 Euro die Kopie. Danke für den Reprint an dieser Stelle, Konami. Sehr weise und gute Entscheidung. Turbulence hat ebenfalls einen Reprint erhalten, 3 Cent. Brauchen wir nicht drüber reden, günstig. Eine Karte, die einen Reprint nicht erhalten hat, erklär mir das an der Stelle dann mal bitte, Konami. Das hast du bei dem Anruf, wo du gesagt hast, hier, ne, Maze of Millennia out of print, hast du nicht gesagt, dass die Karte hier nicht reprintet wird. Keine Ahnung, was das soll. In Amazing Defenders gab es diese Karte als Super und genau aus dem Grund sehen wir auch sehr gut am Preisgrafen, was mit dieser Karte passiert ist. Eskaliert ist diese Karte. 1,30 Euro, 1,37 Euro. Trotzdem noch ein bezahlbarer Preis, dennoch die Super Rare, falls ihr ein Playset haben wollt, 1,59 Euro die Kopie. Rettungsass HQ hat ebenfalls einen Reprint im OTS-Tournament Pack 21 bekommen. Wir reden hier über 2 Cent, 2 Cent, 2 Cent. Brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Und alle anderen Karten haben Reprints in Maze of Millennia erhalten. Das heißt, das Rescue-Deck-Thema könnt ihr unfassbar günstig spielen. Pur würde ich euch nicht empfehlen. Ihr brickt öfter, als dass ihr Full Combo geht. Falls ihr das mit der Snake Eye Engine spielen wollt, habt ihr eben gerade gesehen, was an Geld ihr investieren müsst. Wir machen weiter mit Linkuribo. Warum? Weil das eine Karte ist, die man in beiden Deckthemen in irgendeiner Art und Weise spielen kann oder in allen drei Deckthemen in irgendeiner Art und Weise spielen kann. Die kamen aus dem Starterdeck Codebreaker. Kostet 6,65 Euro. Alter, 6,70 Euro, 6,79 Euro. Also da muss Konami definitiv einen Reprint raushauen. Ich hoffe auf einen Reprint in der 25th Anniversary Rarity Collection. Die im Mai kommt es allerdings zu lange hin. Komm, wir gucken uns mal an, was so ein Starterdeck Codebreaker an dieser Stelle kostet. Vielleicht lohnt es sich ja eher, das Codebreaker Starterdeck zu kaufen. Ja, würde ich euch einfach mal empfehlen, weil das ganze Starterdeck kostet genauso viel wie ein Linkuribo. Wobei, was wollt ihr mit dem Starterdeck Codebreaker? Da ist, glaube ich, sonst nichts drin. Okay, lasst es bleiben, das ist ganz viel Verpackung und Papiermüll und Bulk, den ihr nicht benötigt. Holt euch einfach nur 3 Kuribos. Oder einer reicht ja. Müsst ihr keine 3 kaufen. Großer Mann der Wutphönix wird ebenfalls dort gespielt. Eine Karte, die in Legendary Duelist Soulburning Volcano erschienen ist. Ein Deckbuilding, nee, war kein Deckbuilding-Set. War ein Side-Set, welches Monster aus dem Anime beinhaltet, die das Feuerattribut in sich tragen. Joa. Keine Ahnung, wann der Reprints kommt, ich weiß es nicht. 22,50 Euro, 22,69 Euro, 22,70 Euro ist im Preis eskaliert, als alle mitbekommen haben, dass diese Karte im OCG wunderbar funktioniert. Das ist quasi der OTK, ohne dass man in den Access-Code-Talker gehen muss.
Und der ist sehr, sehr stark. Deswegen wird die Karte auch aktuell auf 1 gespielt. Dekodiersprecher Heißseele wird ebenfalls gespielt. Im Preis eskaliert hier gerade. Und zwar die Quarter Century Secret Rare an dieser Stelle. Sind die bei 9 Euro, 9,90 Euro, 10,49 Euro. Ist eine Karte, die auf jeden Fall dort in dem Bereich bleibt. 10 bis 12 Euro müsst ihr auf jeden Fall dafür ausgeben. Außer ihr spielt die Super Rare. Dann gebt ihr nur 2 Cent die Kopie aus. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Danke, Konami, für die 25th Anniversary Rarity Collection. Wir machen weiter mit Amphibisches Schwarmschiff Amblovaal. Ja, diese Karte ist eine Ultra Rare. Steigt aktuell wieder so ein Hauch im Preis, war vor allen Dingen mal eine Zeit lang bei 5, 6, 7 Euro, ist dann gefallen, steigt jetzt wieder aktuell trotzdem 3,99 Euro, dann schon wieder 4,70 Euro, sind auf jeden Fall extrem harte Preise, wenn man das Feuerattribut spielen möchte. Man kann das Ganze natürlich auch als Rare spielen aus Dark Neostorm. 1,08 Euro, 1,08 Euro, 1,09 Euro. Wenn man überlegt, dass diese Rare wenige Cents gekostet hat, finde ich, ist das ein extremer Preisanstieg, dennoch bezahlbar aktuell. Wir sprechen über das nächste Deckthema, welches demnächst die Meta aufmischen wird. Also ich glaube, nach diesen ganzen Feuerattributen wird das mit eines der interessantesten, relevantesten und vor allen Dingen gefährlichsten Deckthemen sein, weil zumindest zu Beginn die meisten die Deckstrategie nicht kennen werden. Was macht das Deck? Kann ich die Karte lesen? Ich kann nicht lesen. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was der Deck macht. Yu-Gi-Oh! Spieler können nicht lesen und genau aus dem Grund wird quasi der Überraschungseffekt, wenn man auf Voiceless Voice trifft, auf jeden Fall ordentlich reinprügeln. Wir sind hier aktuell bei 55,99, also Samstag zum Pre-Release-Event. Waren die Karten, weil sie natürlich ein paar Mal gezogen wurden, ist sie auf 50 gedroppt. Die war bei 50 Euro oder so in dem Dreh. Steigt jetzt wieder aktuell so ein bisschen. Das heißt, jetzt an der Stelle, ganz wichtig, bis zum Release warten und dann schauen, was damit passiert. Dennoch muss man einfach mal sagen, dass das die einzige Secret Rare ist, mit der Händler so richtig Asche machen können. Dementsprechend glaube ich, vor allen Dingen, wenn das Deckthema weiterhin auf den, oder bitte weiterhin, wenn das Deckthema auf den Top-Tables kursieren wird, wie zu erwarten ist, wird diese Karte in dem Bereich bleiben. Maximal wird sie auf 45 droppen. Ich glaube, viel günstiger wird sie nicht werden. Wir machen weiter mit einer weiteren Karte, die dort ebenfalls gespielt wird. Saphira, Dragon Queen of the Voiceless Voice. Wir sind hier bei 840, 850, 850, 850, 850. Alles Vorverkaufspreise. Skull Guardian, Protector of the Voiceless Voice. 690, 690, 690. Die beiden Karten könnten noch einen Hauch droppen. Low wird auf jeden Fall super teuer bleiben. Barriere of the Voiceless Voice. Die Super Rare 20 Cent, 20 Cent, 20 Cent. Wird eine 5 Cent Karte. Brauchen wir nicht großartig drüber reden. Aber ich wollte es nur mal an dieser Stelle nochmal erwähnen. Dann haben wir natürlich noch ein paar Karten, die wir dort spielen. Unter anderem Wahrsagerin des Herolds hat aktuell nur 2 Prints. Einmal aus Lightning Overdrive und aus der 2022er Tin of the Pharaoh Gods. 2022, richtig, das ist fast 2 Jahre her. Anderthalb. 16 Euro aktuell die Kopie. Das ist natürlich hier ein Schnapper. Da hat einer definitiv nachgelistet und will die unbedingt loswerden, weil danach das erste Playset ist bei 19 Euro die Kopie. Das ist ein extrem heftiger Preis. Das sehen wir auch hier am Graphen. Und wer die Secret Rare aus Lightning Overdrive haben möchte, muss genauso tief in die Tasche greifen. 19 Euro und 9,95 Cent. Wir machen weiter mit einer Karte, die man ebenfalls spielt und zwar vor Vorbereitung der Riten. Die Quarter Century Secret Rare eskaliert aktuell im Preis. Wir sind hier bei 14,90. Wir gucken uns mal ein Playset an. Wir wollen natürlich 3 Kopien spielen. 17,98 Euro. Wenn ihr schlau seid, spielt ihr die Super Rare. Das sollte an dieser Stelle reichen. Zumindest noch eine Vollkopie. Oder ihr holt euch die Ultra Rare. Die wird wahrscheinlich nicht viel teurer sein aus der 25th Anniversary Rarity Collection. Wir sind hier bei 2 Cent die Kopie. Herold des Bogenlichts in Quarter Century Secret Rare. Ebenfalls eine Karte, die man spielt. 12,75 die Kopie und das Ganze in Super Rare 2 Cent. Also auf jeden Fall beobachtet alle Quarter Century Secret Rares aus der 25th Anniversary Rarity Collection. Genauso wie vor Vorbereitung der Riten. Karten, von denen man nicht, also wo man sagt, das ist doch nicht interessant. Wer sollte denn diese Karte kaufen? Zack, kommt ein Deckthema. Zack, steigen die ganzen Karten in Quarter Century Secret Rare. Warum? Weil Yu-Gi-Oh! Spieler natürlich glitzernde Pappe lieben. Und genau aus dem Grund steigt dann das ganze Zeug auch, weil alle die guten bzw. High Max Rarity Karten aufkaufen. Wir sprechen über das nächste Deckthema, welches, weiß ich nicht. Also, Labyrinth. Also, grundsätzlich muss man sagen, dass es mit eines der Decks ist, auf die ihr am meisten treffen werdet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass dieses Deckthema in der Meta ab Februar sehr, sehr schwer haben wird. Warum? Weil es nicht das beste Matchup gegen diese ganzen Feuerdeckthemen hat. Vor allen Dingen nicht gegen Fire King Snake Eye und gegen Snake Eye pur.
Und dann hat es auch noch ein relativ schlechtes Matchup gegen Branded Despia. Und Branded Despia, über das Deckthema sprechen wir auch gleich nochmal, wird ab Februar wieder ein sehr, sehr guter Meta-Contender werden. Zumindest ein Deckthema, mit dem ihr die ganzen Feuerdeck-Themen ärgern könnt und auch Labyrinth ärgern könnt. Deswegen weiß ich nicht, wie gut der Pick ist. Mal schauen, was mit den Kartenpreisen hier an dieser Stelle passiert. Klar, die Reprints sind alle cheap as fuck. 45 Cent, 45 Cent, 49 Cent die Kopie für Lady Labyrinth von der Silberburg. Ariane, die Labyrinth-Dienerin, 48 Cent, 49 Cent, 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent, brauchen wir nicht drüber reden. Arias, die Labyrinth-Butlerin, war eine Zeit lang bei über 20 Euro, droppt jetzt. Ist das eventuell, weil viele der Meinung sind, das Deckthema wird die nächsten drei Monate keinen Stich sehen, kann durchaus der Fall sein. Wir sind hier bei 18 Euro die Kopie aktuell, falls ihr drei Stück spielen wollt. Willkommenslabyrinth ebenfalls ein guter Schnapper für 1,30, 1,35, 1,45. Falls ihr drei spielen wollt, seid ihr bei 1,95 die Kopie und großes Willkommenslabyrinth ist bei 13,80, 15 Euro, 15,49. War auf jeden Fall, wie ihr das schon am Graphen hier gut sehen könnt, um einiges teurer. Wir schauen uns noch eine Karte an und zwar Transaction Rollback, denn das ist eine Karte, die in der einen oder anderen oder eigentlich in fast allen zukünftigen Labyrinth-Varianten gespielt werden wird, obwohl ich mir auch schon sagen lassen habe, nicht unbedingt notwendig. Dennoch, das ist eine Karte, die in Maze of Millennia erschienen ist, steigt aktuell wieder so ein Hauch im Preis. Klar, weniger verfügbare Artikel auf Cardmarket. Wir sind hier eine Kopie, das ist ja fast ein Schnapper mit 22 Euro. Dann sind wir hier schon bei 24 Euro und 56 Cent. Und falls ihr ein Playset dieser Karte haben wollt, müsst ihr knapp 25 Euro die Kopie ausgeben. Wir machen weiter mit ein paar weiteren Karten, die ebenfalls in Labyrinth spielt. Das ist alles nicht der Rede wert. Super Rare Reprint im OTS Tournament Pack 23, kostet 14 Cent von Labyrinth Shikat. Und die Labyrinth Kukukur oder Kukukur. 2 Cent, 5 Cent, 9 Cent. Also wie ihr seht, könnt ihr bis auf einige wenige Karten das Deckthema relativ günstig spielen, empfehlen. Würde ich es, glaube ich, euch nicht an dieser Stelle. Habe ich mir selbst von Labyrinth-Spielern sagen lassen, die würden in das Format nach Phantom Nightmare nicht mehr mit Labyrinth auf die großen Turniere gehen. Wir sprechen über Branded Despia, eines meiner absoluten Lieblingsdeckthemen. Aluba, der Narr von Despia, die Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack 20. Aktuell noch relativ okay vom Preis. Also war eine Zeit lang bei unter 20 Euro, mittlerweile bei 23,99 Euro, falls ihr die Ultimate Rare spielen wollt. Wenn ihr schlau seid, spielt ihr eine niedrigere Rarität wie die Secret Rare oder die Ultra Rare aus Ghost from the Past, The Second Haunting, aktuell bei 3,59 Euro die Kopie. Drei Stück spielt ihr. Despianische Tragödie, ebenfalls ein Schnapper, 15 Cent. Dann sprechen wir über den Gefallenen von Albas, die Quarter Century Secret Rare steigt aktuell so ein Hauch im Preis. Wir sind hier bei 13,95 Euro und dann das nächste darauffolgende Playset schon bei 19 Euro die Kopie. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch in günstiger spielen und zwar als Super Rare. 12, fast 13.000 verfügbare Artikel auf Cardmarket aus der 25th Anniversary Rarity Collection. Nur mal so zum Nachdenken. Wie viele Displays müssen dafür geöffnet worden sein? Absurd, Alter, dass da so viele verfügbare Artikel auf Cardmarket sind. 2 Cent, 2 Cent, 2 Cent. Wir machen weiter mit der Flammende Cartesia, die spielt hier ebenfalls. Der Reprint aus der 25th Anniversary Tin Dueling Heroes, 1,10 Euro, 1,30 Euro die Kopie. Und die leitende Quem ist tatsächlich, die leitende Quem wird zu leidenden Quem, denn sie ist teuer. 28 Euro ist ein Schnapper, allerdings nur in Good. Wenn ihr dann schon hier Mint-Kopien haben wollt, seid ihr bei 34 Euro. Ist allerdings ein Hauch vom Preis gefallen, die Karte, was tatsächlich sehr, sehr geil ist, denn sie war mal eine Zeit lang bei knapp 40 Euro. Nächste Karte, die wir uns anschauen, ist die markierte Fusion, ne? Die Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack 22 ist, wie ich finde, unter 20 gibt es die auch nicht mehr so viele. Wenn ihr ein Playset spielen wollt und das solltet ihr an der Stelle, müsst ihr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, dann seid ihr bei 24,59 Euro. Wenn man überlegt, dass die Karte zu Release knapp 50 Euro ging, ist das wiederum auch ein Schnäppchen. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch als Super Rare aus dem Structure Deck Alba Strike spielen. Aber auch diese Karte steigt hier aktuell, weil viele natürlich wittern, dass das Deck in der zukünftigen Meta auf jeden Fall ein guter Contender ist. Wir sind hier bei 94 Cent die Kopie, 98 Cent die Kopie. Markierte Eröffnung. Allerdings noch eine Karte, die aktuell sehr teuer ist. Müsst ihr vor allen Dingen auf 3 spielen. 3,79 Euro die Kopie. Und selbst die Super Rare aus Dawn of Majesty ist hier bei 3,50, 3,59. Falls ihr ein Playset spielen wollt und das solltet ihr, 5,90 Euro, 5,29 Euro. Dann holt euch doch lieber die Prismatic Secret Rare aus der Tin.
rot markiert, die Super Rare, ebenfalls gar nicht so günstig, 1,40, 1,40, 1,49, aber es gibt noch den Common Reprint, glaube ich, aus dem OTS Tournament Pack 22, die kosten ein paar Cents. Dann Grangognol, der Dämmerungsdrache, müsst ihr definitiv auch spielen, ist eine sehr wichtige Karte, die man definitiv am Start haben sollte, 13 Euro aktuell, 13,45 Euro, war eine Zeit lang bei um die 6 bis 8 Euro. Ja, da sieht man, wenn so ein bisschen Zeit vergeht und eine Karte keinen Reprint bekommt und zu so einem sehr, sehr beliebten Deckthema wie Branded Despair es ist, gehört, dann steigt Grangognol, der Dämmerungsdrache, dann auch auf lange Sicht im Preis. Rentprom, der zuschlagende Drache, 8,50, 8,50, 9 Euro, 9 Euro. Vor allen Dingen nicht nur in Branded Despair gut, sondern auch in Branded Chimera. Beides Deckthemen, die ihr auf jeden Fall auf den nächsten Event zu Gesicht bekommt. 9 Euro, 9 Euro, 59. Die Wächter-Chimera, klar, hat nur zwei Prints. Der Ultra-Rare-Print aus Maze of Memories, 24, 80, 25, 50, 25, 99 an der Stelle. Und falls ihr das Ganze als Branded Chimera spielen möchtet, müsst ihr die Chimera der König der Phantomungeheuer spielen. Und die Ultra Rare kostet euch aktuell 10 Euro. 10 Euro, falls ihr zwei Kopien spielen wollt, 11,99 Euro. Wir machen weiter mit einer Engine, die aktuell in alle reingeworfen wird. Horus Runik, Orkust Runik, Steinbefreier Runik, Erdgebundenen Runik, Bestial Runik, wobei die Bestial rausrotieren, die, über die reden wir hier nicht. Die könnt ihr, glaube ich, erstmal für eine Zeit lang vergessen, außer ihr spielt Dragonlink. Was haben wir? Alet. Alet wird mit Runik zusammengeworfen. Plunder Patrol Runik. Runik Stun, wobei das könnt ihr auch mittlerweile vergessen. Runik Tipp. Steigt dementsprechend im Preis, klar. 5,85 Euro die Kopie, der Reprint und dann erst wieder 6,20 Euro. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Was macht der Brunnen? Der Brunnen ist aktuell noch sehr, sehr bezahlbar. 60 Cent, 60 Cent, 69 Cent, 70 Cent, 70 Cent, 71 Cent. Falls ihr zwei Kopien spielen wollt, solltet ihr auch 90 Cent die Kopie an dieser Stelle. Die Zerstörung, brauchen wir nicht drüber reden, steigt zwar aktuell im Preis, aber alles noch Schnäppchen an dieser Stelle. Schnäppchen auch von Frostige Flüche. Und dann kommen wir noch zu den Extra-Deck-Monstern. Also die ganze Runic-Engine bekommt ihr, glaube ich, noch so für um die 35 Euro inklusive Versand, so, das ist auf jeden Fall ein fairer Preis. 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, falls ihr mehrere Kopien von Hugin, die runischen Schwinger, haben wollt. Und eine Karte ist tatsächlich teuer, spielt man allerdings nicht in allen Varianten, und zwar Sleipnir, die runische Mähne. Die Secret Rare aus Duelist Nexus bekommt ihren Reprint vermutlich erst in der Tint 2024. Karte steigt aktuell im Preis. Wir sind hier bei 18 Euro, 18 Euro, 18,50, 18,88 an dieser Stelle. Ein sehr, sehr guter Preis für eine Secret Rare aus einem Hauptset. Nächstes Deckthema und gleichzeitig an dieser Stelle eine generische Karte. Kashtira Fenrir bleibt und ist relevant, denn diese Karte verbannt, zerstört nicht. Was sehr wichtig ist, denn diese ganzen Feuerkönig-Karten wollen zerstört werden. Das machen wir mit Fenrir nicht. Wir verbannen. Gehört allerdings auch zum Deckthema, über das wir sprechen. Kashtira Control nennt sich das Ganze. Denn der gute Riseheart wurde gebannt, was sehr wichtig ist. Und genau aus dem Grund können wir den nicht mehr spielen. Aber wir können natürlich das Ganze noch in der Control-Variante spielen. Warum? Weil diese Karten verbannen und vor allen Dingen, weil ihr den Dimensionsverschieber spielen könnt. Sehr gute Karte im zukünftigen Format. Genau aus dem Grund gibt es auch den ein oder anderen Verrückten, der auf Flow on the Reese zurückgreift. Macht es nicht, lasst das Deck liegen, kauft euch lieber Kashtira. Habt da vor allen Dingen drei Fenriers, wenn der nicht auf der Banlist landet, habt ihr auf lange Sicht mehr davon. 17,19 Euro, 17,36, 17,49 und so weiter und so fort. Kashtira Einhorn, ebenfalls aus der TIN Dueling Heroes, 44 Cent, 50 Cent, 53 Cent, können wir wieder auf 3 spielen. Ja, genau, können wir wieder auf 3 spielen, was geil ist. Riseheart ist allerdings, der kostet noch ein bisschen was. Der war eine Zeit lang bei 2 bis 5 Euro, Alter. Und ist jetzt wieder im Preis eskaliert. Da sehen wir hier auch sehr gut am Graphen und hält sich seitdem stabil. 13,49, 13,99, 14 Euro die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Für die Ultra Rare aus Photon Hypernova. Die Prismatic Secret Rare von Kashtira Geburt ist ein Schnapper, 17, 18, 19 Cent. Also wie ihr seht, gibt es selbst bei den, ich sag mal, nicht Tier 1 Deckthemen immer wieder Karten, die reinhauen und euer Bankkonto leer saugen. Kashtira Theosis solltet ihr auf jeden Fall auch spielen. 17,50, 17,89 an dieser Stelle. Das ist teuer, muss man einfach mal sagen. Aber falls ihr das Deckthema spielen wollt, braucht ihr die Karte. Und eine Karte, die ebenfalls teuer ist, obwohl schon ein Reprint angekündigt wurde. Und zwar in der 25th Anniversary Rarity Collection Part 2, welche im Mai erscheint. Ist noch ein bisschen hin. Dementsprechend hält sich diese Karte aktuell noch ein bisschen, also stabil im Preis. Ihr solltet, falls ihr die Karte verkaufen wollt, solltet ihr irgendwann
spätestens Mitte März, glaube ich, das Zeug loswerden wollen. Weil dann sind es nur noch anderthalb Monate bis zum Release der 25th Anniversary Rarity Collection und spätestens danach wird das alles droppen und so. Also spielt damit noch ein, zwei, drei Turniere und irgendwie Mitte, Ende März solltet ihr das ganze Zeug loswerden, vor Ostern am besten. 29,99 die Kopie, falls ihr diese Karte im Playset spielen wollt. Weiter geht's mit der nächsten Engine an dieser Stelle, die man in sehr viele Deckthemen reinwerfen kann, unter anderem in Orcus Horus, sehr beliebt, oder Phantom Knights Horus, auch sehr, sehr beliebt. 55 Cent. Euro. Was habe ich denn mit den Cent heute? Das ist, glaube ich, Wunschgedanke. 55 Cent wäre schön. 55 Euro, die Kopie für Amset Ehre des Horus. Die Karte zum Release ging für zwischen 26 und 30 Euro über den Ladentisch. Dann ist das alles eskaliert. Es gab irgendeine YCS in der USA und dann bam, 55 Euro. Und da bleibt die Karte auch jetzt. Vor allen Dingen, weil wir nicht mehr Kopien auf dem Markt bekommen. Ganz im Gegenteil. Duamutev, Segen des Horus, 1,40, 1,49, ein Schnapper für so eine schöne Secret Rare. Dann haben wir noch die Super Rare von Harpy, Führung des Horus, 4 Cent, brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir eine neue Karte, die in Phantom Nightmare erscheint, und zwar Horus, The Black Flame Deity. Meiner Meinung nach eine extrem bescheidene Karte. Ich glaube nicht, dass diese gespielt wird. Die Condition, um ihren Effekt zu aktivieren, das ist alles zu special, das ist zu speziell, das ist scheiße. Sorry, ist halt einfach so. Ich weiß. Also das ist ein Szenario, was einmal alle Jubeljahre auftreten wird. Und genau aus dem Grund würde ich diese Karte einfach nicht spielen. Meiner Meinung nach. Maximal auf 1. Maximal. Ich hoffe, ich täusche mich. Und jeder, der von euch ein Playset sich gekauft hat, würde diese Karte auf 3 spielen. Ich lese diese Karte, ich sehe und fühle das nicht und würde diese Karte, wenn überhaupt, dann nur auf 1 spielen. Wir machen weiter mit dem Sarkophag des Königs. Steigt aktuell so ein bisschen im Preis. Freut mich sehr für die Ultra Rare. 5 Euro an dieser Stelle. War eine sehr, sehr lange Zeit bei unter 5 Euro. Mittlerweile 5 Euro die Kopie. Wir machen weiter mit dem Superstern schlechter Typhoon Himmelskrise. Wir kommen zu den generischen Karten, denn diese Karte bleibt weiterhin relevant. Fällt aktuell allerdings so ein bisschen im Preis. Dennoch eine Karte, die das eine oder andere extra gut verträgt. 31 Euro die Kopie, 31 Euro die Kopie, 31, 31, 65. Wird sich wahrscheinlich so in dem Segment halten. Maximal vielleicht auf 27 Euro noch droppen, falls diese Karte wirklich gar nicht gespielt wird. Was ich nicht glaube, könnte allerdings durchaus passieren. Göttliches Arsenal, Doppelatzeus, Himmelsdonner, die Ultra Rare aus dem 2-Player-Starter-Set. Danke für diesen Reprint, Konami. Ist aktuell bei 8,39 €. Schnapper. Schnapper. Muss man einfach mal an dieser Stelle sagen. Kostet tatsächlich gar nichts. Solltet ihr euch auf jeden Fall ranholen. Apollosa-Bogen der Göttin bekommt einen Reprint und genau aus dem Grund ist dieser Preis der Talfahrt. Was eine Talfahrt. Ja. So ist das zu erklären. Das gibt einen Reprint von Apollosa und zwar in der 25th Anniversary Rarity Collection Part 2 im Mai. Ist auch schon bestätigt. Hat mir Mr. Konami ins Ohr geflüstert. 5,85 €, 5,89 €, wirklich ein Schnapper. Falls ihr so lange nicht warten wollt, holt sie euch ran. Weil spätestens zum Release der Rarity Collection wird die Karte nur noch 2 Cent als Super Rare kosten. Wir machen weiter mit Garura, Flügel des nachklingenden Lebens. Ein TCG-Exclusive, welches es so im OCG nicht gab. Und dementsprechend findet diese Karte immer mehr Play aktuell auch. Denn ihr könnt sie mit Super Poly wunderbar aufs Spielfeld ballern. Denn in der Regel, also es ist einfach das beste Super Poly-Target neben dem Schlammdrachen. 29,69 €. War eine Zeit lang bei um die 6 Euro, ist jetzt auf dem Weg Richtung 10 Euro. Und Super Poly ist eine Karte, die ihr natürlich auch spielen solltet im Main Deck. Wir sind hier bei 4,99 €, 5,45 € für die Secret Rare aus Battles of Legends Monstrous Revenge. Würde ich euch definitiv empfehlen, die Secret Rares aus der Battles of Legends Serie. Keine Ahnung, was die da machen. Das ist ein anderes Druckverfahren. Sieht Hammer aus. Richtig, richtig Hammer. Falls ihr eine Kammern haben wollt, könnt ihr das auch machen aus dem Structure Deck Shadow Showdown. Kostet ebenfalls 4 Euro die Kopie. Macht das Ganze nicht besser. Talent der drei Taktiken, die Super Rare aus der 25th Anniversary Rarity Collection, steigt aktuell im Preis. Das sehen wir auch hier sehr, sehr gut. Wir sind hier bei 5,50 Euro, falls ihr ein Playset haben wollt. Die Karte könnte auch wieder in ferner Zukunft, wobei 10 Euro wird sie, glaube ich, nicht erreichen, bei 2000 verfügbaren Artikeln. Aber es geht langsam bergauf. Das geht langsam bergauf, weil es in der aktuellen Meta eine sehr gute Karte ist. Das nächste darauffolgende Playset ist schon bei 6 Euro. Dann gibt es gar nicht mehr so viele Playset um die 6 Euro. Dann sind wir schon bei 6. Vielleicht können wir doch die 7 Euro relativ zeitnah erreichen. Ich hoffe nicht für alle Yu-Gi-Oh! Spieler. Für alle anderen, holt die Karte euch ran, solange sie günstig ist. Hier, 4,44 Euro. Schnapper. Stoß der drei Taktiken. Müssen wir drüber sprechen.
spricht sonst kein anderer drüber, denn die Karte scheint, wie es aussieht, in der Versenkung zu verschwinden. Interessiert kein Mensch mehr. Weder im Side noch im Main Deck findet diese Karte großartig statt. Schon hier und da, aber jetzt nicht so, dass man sagt, ich brauche diese Karte unbedingt. Und das denken sich auch ganz, ganz viele. Und genau aus dem Grund ist diese Karte hier im Preis gefallen, hält sich stabil bei 49 Euro, falls ihr ein Playset dieser Karte haben wollt. Ich würde sie mir aktuell auch nicht ranholen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir machen weiter mit einer sehr guten Handwrap, die man ganz gut spielen kann. Und zwar Nibiru, das Urwesen. Stoppt das Snake Eye und Fire King Deck Thema nicht komplett, tut allerdings zumindest sehr weh. 1,50, 1,50, 1,51, 1,70 an dieser Stelle, die Super Rare aus der 25th Anniversary Rarity Collection, 2,19 €, falls ihr ein Playset haben wollt, ist ein Staple, was ihr definitiv in euren Beinen da liegen haben solltet. Genauso sieht es auch aus mit Aschenblüte und Freudiger Frühling, steigt aktuell wieder so ein bisschen. Die Super Rare aus der Rarity Collection ist aktuell hier im Playset auch schon wieder bei 4,40 € und 4,75 €, krass. Okay, heftig, mäftig. Also, so wie Nivska und meine Wenigkeit immer wieder predigen, zum Release der Reprints, wenn sie am günstigsten sind und der Markt am gesättigsten ist, dann kaufen, weil dann sind sie am günstigsten. Die Karte war, glaube ich, bei 2,50 € zum Release, ist jetzt bei 4,50 € die Kopie fürs Playset. Chaos und Schlossvogel bekommt einen Reprint, dennoch aktuell doch eine Karte fürs Side-Deck, definitiv. Sollte die definitiv spielen im Side-Deck. Im Main-Deck bin ich mir nicht ganz so sicher, weil diese Karte nicht so viel gegen Labyrinth, Branded Despia oder die Feuerkönig-Varianten macht. Außer ihr startet mit Bonfire, dann tut's schon weh. Oder gegen Rescue Ace, dann tut's auch weh. Aber gegen Snake Eye und das Fire King-Deck-Thema nicht zwangsläufig. Und genau aus dem Grund glaube ich, dass es eher eine Karte fürs Side-Deck ist. 1,99 €, 2 €, 2,09 €, 2,29 € an dieser Stelle. Für die Kamen aus dem Structure Deck Fire Kings. Es wird Reprints im Mai erst geben in der Rarity Collection. Bis dahin müssen wir noch warten. Und endlich schon Beständigkeit. Die Super Rare steigt wieder im Preis. Ich flip aus. Und zwar gucken wir uns hier mal das Playset an. 2,75 € an dieser Stelle die Kopie. Und auch die Kammern aus dem Structure Deck Fire Kings ist bei 2,44 €, 2,49 €. Also so richtig günstig, so Cent-Bereich, da sind wir noch lange nicht angekommen. Also holt euch 3 Stück ran, müsst da 7-8 € auf jeden Fall hinblättern, plus Versand, und dann habt ihr auf jeden Fall eine sehr gute Karte in eurem Binder, die ihr immer spielen werdet. Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. So, das war ein XXL Meta Market Watch. Ich hab euch alles, was ich so auf dem Herzen hatte, erzählt. Wir befinden uns in einer Meta, die von dem Feuerattribut dominiert wird. Es gibt noch jede Menge weitere Decks, die man natürlich spielen kann. Jede Menge Varianten von Deckthemen, die so im Tier 2 Segment sich bewegen, die sich sehr gut gegenseitig auf die Fresse hauen können, wie unter anderem auch Centurion oder Manadium, beides Decks, die einem natürlich den Calamity Lock immer noch legen dürfen und auch werden tun. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele andere Decks, die ihr nicht außer Acht lassen solltet. Ich finde, das wird ein sehr, sehr spannender und interessanter Zeitraum bis zu dem Moment, wo wir endlich das Gefühl haben, das Feuerzeug, das ist es nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass wir die nächsten Minimum 3, ich denke 6 Monate damit leben müssen, bis August, bis nach der Europameisterschaft, wann auch immer die sein wird, wahrscheinlich irgendwann im August. Und danach wird wahrscheinlich Konami entweder mit dem Banlist-Hammer kommen oder mit so starken Decks um die Ecke kommen, dass das ganze Feuerzeug so ein bisschen rausrotiert und dadurch auch günstiger wird, spätestens wenn die Reprints kommen und. Schreibt mir doch mal sehr gerne in die Kommentare, was ihr von den aktuellen Preisen der Yu-Gi-Oh!-Karten haltet. Geht ihr voll rein in das ganze Meta-Tier 1-Zeug? Sagt ihr euch, Geld ist, spielt keine Rolle, ich kaufe alles, ist mir egal. Teuer oder nicht, ich kaufe nur in dem Moment, wo die Karte am teuersten ist. Dann hat diese Karte den Wert, den ich sehe. Das muss ich kaufen. 100 Euro nehme ich. 50 Cent will ich nicht. Ich warte, bis sie 100 Euro kostet. Falls ihr so jemand seid, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann beglückwünsche ich euch, dass ihr in dieser extrem komfortablen Situation euch befindet. Falls ihr ein Pfennigfuchser seid, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Falls ihr Flew on the Reese spielen wollt im zukünftigen Format, bitte lasst es bleiben. Oh Mann, ich hoffe, ich treffe auf dieses Deckthema nie wieder. Ist allerdings gar nicht so eine schlechte Wahl tatsächlich im zukünftigen Format, weil Snake Eye, Diabellstar und die Rescue Ace Karten, die spielen viel über Link-Beschwörung, alle Monster in Angriffsposition, Empen kann das alles annullieren und so. Egal, ich möchte euch das Deckthema nicht schmackhaft reden, ich lasse die Vögel da, wo sie hingehören, im Käfig. Damit auch genug von mir.
Ich wünsche euch eine spitzenmäßige Zeit. Lasst es krachen. Wir sehen uns spätestens zum nächsten XXL Meta Market Watch im März wieder. Aber ich denke, bis dahin wird es hier und da noch den ein oder anderen Market Watch von mir zu dem ein oder anderen Thema geben. Lasst es krachen. Ich wünsche euch das Allerbeste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.